Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Folge Ungeschlagen und heute mit der Challenge von Mr. Gamer. Auf Simon, hier ist eine Herausforderung. Imitiere nach jedem Kill, den du machst, einen YouTuber bzw. einen Spruch, den sie loslassen würden oder schon jemals gemacht haben. Auch mit Stimme ändern, wir könnten dann erraten, wer es ist. Okay, ich werde also nach jedem Kill einen anderen YouTuber nachmachen und ich werde nicht verraten, wen ich mache. Das heißt, ihr müsst es quasi dann erraten in die Kommentare. Ihr könnt schreiben, erster, bla bla bla, zweiter, bla bla bla. Und, oh, ja, ich werde nicht alle YouTuber gut nachmachen können, das sage ich euch jetzt von vornherein, weil ich bin einfach kein Imitator. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, mehr oder weniger. Und jo, ihr könnt ja einfach dann schreiben, wen ihr erkannt habt oder wie viele ihr erkannt habt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wen ich überhaupt jetzt als erstes imitiere. Ich überlege gerade, wer ist denn einfach? Ich suche mir gerade erstmal einen einfachen aus. Damit es nicht von Anfang an so total fail ist. Okay, ich hab jemanden. Gut, Leute. Gut. So. Ihr müsst mitraten, ne? Ihr wisst Bescheid. Das heißt, passt gut auf und schreibt in die Kommentare, ob ihr erraten habt, wer ich bin, wer ich war. Bla bla bla. Hurra, hurra. Den da vorne im Wasser, den holen wir uns, würde ich sagen. In 5 Sekunden ändert das Ganze. Da ist schon ein Böser. Hallo, bist du mein Freund? Aaron, the Sniper. Okay, wir machen einen Tanz hier. Der Tanz um den Vulkan. Pam, pam, pam. Hallöchen, Popöchen. Und willkommen zurück zu Minecraft Folge 1.000.000. Und jetzt suchen wir erstmal ein bisschen Kohle. Kohle. Gut, mal gucken. Die beiden hole ich mir auch nochmal. Na, ihr Nudeln? Hallo, meine Brudis. Okay, ich muss hier im Akkord Leute nachmachen, weil ich, oh, das ist ein, nee, das war wirklich eine Kuh. Okay, oh, den kill ich. Oh, okay. Yo, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Sommer. Oh Gott! Ich habe überlebt! Ich habe überlebt! Und ich habe nochmal überlebt! Jo! Wahrscheinlich, oder? Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich habe eine super Opportunity für euch. Ihr nehmt jetzt erstmal gechillt euren Fiat und dann verpisst euch! Okay. Ich bin manchmal ein bisschen behindert. Ja, das stimmt. Ja, ich habe eine leichte Behinderung, das stimmt. Mal gucken, wer alles erkannt wird hier und heute. Scheiße, ey, ich hab echt. Jetzt mal ein bisschen craften. Gott, ey. Wo weit sind die Gegner weg? 2,5 Stöcke? Ah, egal. Einfach mit immer weiter drauf. Immer weiter drauf. Oh, er hat ein Dierschwert. Oh, was da los? Starlos! Ja, war einmal die Sophie bei mir zu Hause. Und dann haben wir gefickt, würde ich mal sagen, ne? Ja, gut. Okay. Oh Gott. Leute, ey. Das Nachmachen, da muss man sich echt immer die ganze Zeit überlegen, wen nehme ich als nächstes? Und ich bin nicht mal. Ich bin nicht mal so gerade gut da drin. Okay, geil. Es geht ja nur darum, dass ihr es erkennt. Und ich hoffe, ihr erkennt zumindest einen der YouTuber. Ach, was mache ich denn eigentlich hier? Bin ich denn total bescheuert? Einen Helm habe ich schon. Bin ich denn total bescheuert? Wahrscheinlich, oder? Zack, 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 zack. So, Rüstung. Gut. Ja, Leute, sind wir gut dabei, oder? Also, war auch eine ganz knackig-zackige Runde hier. Das Huhn ist böse. Gut. War aber dann doch doch nicht böse. Oder es sind direkt zwei Leute, einer unter der Erde und einer da. Oh. Okay, du bist der Nächste. Ich weiß aber auch keinen YouTuber nicht. Aloha, Dudes und Dudeens. Und willkommen zu einer neuen Folge meiner News-Show. Heute geht es wieder um schwangere Aliens und dicktittige 14-Jährige.
Hier unter der Erde ist doch jemand gewesen, oder? Nö. Scheinbar doch nicht. Egal. Okay. Oh, da ist gerade einfach ein Baum gefallen. Oh nein, es tut mir jetzt aber echt leid für den. Der ist einfach gerade runtergefallen, also von dieser Stange. Jetzt lebt nur noch eine Person. Die Person, die gerade diese Falle gelegt hat. Also so ein Fallenleger. Ein Fallenleger. Aha. Ein Fallenleger. So. Okay. Dann werden wir mal sehen. Ne? Gucken wir uns mal an. Gut. Ja, habe ich jetzt noch einen YouTuber, den ich nachmachen müsste. Ja, dann würde ich... Da weiß ich, glaube ich, schon, wen ich mir da nehme. Aber weil ich schwank gerade zwischen zwei Leuten. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wen ich nehme. Okay. Bam, badam, bam, 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 badadam. Oh, jetzt sind wir aber ganz schön nah an unserem Gegner jetzt schon dran. Nur noch 60 Blöcke Entfernung. 40 Blöcke. Wo ist er? Da vorne ist er. Er greift ein Tier an. Lass das Tier in Ruhe. Oh, der ist ein easy Kill. Und damit würde ich sagen, Leute, tschö mit Ö. So. Ich hoffe, ihr habt ein paar YouTuber der YouTuber-Imitation hier erkannt. Wenn ihr ein paar erkannt habt, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Erster, blablabla, zweiter, blablabla, dritter, blablabla. Wenn ihr alle erkannt habt, seid ihr krass, dann seid ihr echte YouTube-Suchtis. So wie ich, weil ich gucke auf YouTube einfach alles. Wenn ihr nur ein paar erkannt habt, auch nicht schlimm. Wenn ihr gar keinen erkannt habt, dann würde ich mir Gedanken machen. Und ja, ich würde einfach sagen, ich hänge noch einen Bonus für hinten dran. Ich würde sagen, also erstmal, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Wertung da. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt am Ende kommt noch ein Bonus. Junge!